Außer wir machen es anders. Außer wir machen es so, so, so. Aber dann ist hier die dritte Kiste, dann ist eins, zwei, das heißt, ich müsste nur noch eins drauf bauen. Ja, für das, also eine geht noch, aber zwei, vor allem, weil ja da noch ein Dach drauf kommt, gell? Müsst ihr auch noch bedenken. So. So, so der Löschen. Ja. Ändern wir es um, setzen wir die unterste Kiste einfach in den Boden. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. So. Ups. Das will ich doch gar nicht. Ich will das da. Fuck. Nein. Ups. Vor lauter Zorn habe ich jetzt auch noch... What the fuck, einfach. So. Ja, das passt jetzt von der Höhe her, würde ich sagen. So. Oh, muss ich mal wieder richtig hinhocken. Das heißt, ich muss... Ich weiß jetzt, dass man es nicht sieht. Aber ich ändere das um, dass unter der Kiste keine Erde ist. Weiß nicht warum, aber... Vielleicht sieht man ja in irgendeinem Zeitraum darunter und dann sieht man, dass da Erde ist. Dann sieht man, dass es nicht gut gebaut ist. So, 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 so. Ja, ist ja nicht so schlimm. In Minecraft kann man ja alles abbauen. Und wieder aufbauen. So. Erstmal alle Felder aufschlagen. Das ist nicht. What the fuck? Was sollte das? Hallo, Zombie? Ist meine Tür. Wo machen wir das denn jetzt? Da. Oh. Okay. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ich schaufel halt ein bisschen viel. Effizienz, da müssen wir vielleicht noch eine zweite machen mit Effizienz 2 oder irgendwie sowas, weil Effizienz 2 geht auf Erde noch klar. Auf der ist ja Effizienz 3. Was? Okay, ich muss das sonst was, ein Unterschied. Oh fuck. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber bei Effizienz 2 kann man hier noch gut solche nicht mit Gras besäten Erdblöcke gut abbauen. Halt mit einem Klick, sag ich jetzt mal, damit damit halt nicht gleich das ganze Umfeld weg ist, weil das ist ja schon
extrem, wenn man zum Beispiel Effizienz 5 drauf hat. Man einfach mal in die Riesenfläche einebnen möchte, das geht so scheiße schnell. Und man bekommt so schnell Erde. Das ist auch krass. Achso, da ist schon. Okay. Jetzt ruft mich jemand an. Nein. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich weiß eh schon, dass der gleich wieder anruft. So wie die meisten Leute. So, wenn man das jetzt... Ups. Wenn wir das jetzt runter machen... So. Dann kann man da ja noch gut durchgucken. Schon wieder dunkel, Alter. What the fuck einfach. Ja, Telefon. Ich weiß, dass jemand angerufen hat. Danke. Schlafen. Schlafen. Lol, wenn ich den Anrufer wegdrück, dann kommt der in die Liste von den Angerufenen, also die, ja, von den Leuten, die halt angerufen haben, also Anrufsliste. What the fuck? Telefon verarscht mich nie. Oh, ich hör's doch schon, dass der gleich wieder anruft. Oder? 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 Nee, doch nicht. Aber man hört es, weil wir haben so Internet-Telefon. Und das hört man ja gleich, wenn das so rauscht bei den Kopfhörern. Ja. Na, fuck. Wie hoch mache ich das denn jetzt? Weiß ich gar nicht. Da komme ich auch noch hin, oder? So. So, 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 so. So, so. Ich habe nicht genug Kisten, wahrscheinlich. Fuck. Dann da. Ma Bullshit. Ich hole jetzt mal noch einen halben Stack Kisten. Müsste ereigen. Reicht es? Ein halben Stack, das sind 16 Doppelkisten. Nee, das reicht für eine Reihe. Oh, fuck. Hier. Okay. Jetzt höre ich was? Nee, doch nicht. So, jetzt ist die Frage, wie ich den Zwischenraum mache. Den mache ich mit speziellem Holz. Und zwar mit dem Pinken. Oder? 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 Na. Auf jeden Fall was Dunkles. Hätte ich da gerne. Machen wir mal das da.